Ja, einen wunderschönen guten Morgen von unserem Parkplatz in der Nähe von Rodewald, wo ich eigentlich einen so schönen Ausblick habe. Ich finde das schön. Mit diesem gelben Feld und den grünen Bäumen, dass ich dachte, ach, da könnte ich doch mal ein Video machen und ein bisschen dir erzählen von unseren aktuellen Plänen und Gedanken, die wir haben. So, ich muss mal sehen, dass ich das so hoch einstelle, dass ich die vorbeifahrenden Autos nicht mit dem Kennzeichen mitnehme. So geht das zwar, aber naja, gut. Das ist schwierig, weil ich das jetzt hier auch aus der Hand habe. Ich kann sogar noch ein Stückchen runtergehen. Ich glaube, das funktioniert. Also ich will halt keine Kennzeichen aufnehmen, weil ich aber nicht so weiß, ob das so in Ordnung ist. Ja, so geht's alles. Wenn man das dann tatsächlich mal online stellt und sich dann jemand beschwert, dass ich ihn aufgenommen habe, wenn er von A nach B gefahren ist und seine Frau gesehen hat, er sei von A nach B gefahren und habe doch gesagt, er sei im Büro. Ja, ich kann nach vorne gucken und deswegen kann ich auch immer so mal hier hinschalten, weil ich hier sehen kann, wenn einer kommt. Und wenn es dann so ist, dann kann ich auch den Himmel zeigen. Also das wäre nochmal die Alternative. Hinter mir steht ein Bus. Jetzt hat er den Schriftzug ausgemacht. Vorhin war der Schriftzug Rodewald Siedlung. Jetzt hat er wahrscheinlich Mittagspause oder nein, ja, doch 11.13 Uhr, da hat man schon Mittagspause. Ja, ich, du wirst dich überrascht, bist sicherlich überrascht, dass ich hier um Hannover herumtingle, weil mein letztes Video aus Norwegen war. Ich meine wenigstens, oder aus Schweden? Nein, also es ist alles ein bisschen, ich glaube aus Norwegen, es ist alles leider ein bisschen schnell gegangen dann, als ich dann zwischen als ich dann nach Stavanger runtergefahren bin, habe ich, glaube ich, gar nichts mehr aufgenommen. Und ich könnte ja gucken, ich hätte ja vorher gucken können, was ich gemacht habe, habe ich aber jetzt nicht. Und dann bin ich von der Küste aus doch relativ zügig. Durch Schweden zurückgefahren, war jetzt eine Woche lang in Braunschweig, fahre jetzt um Braunschweig herum, weil es tatsächlich so ist, dass ich auf ein Ersatzteil warte, das eigentlich morgen kommen sollte oder heute. Jetzt kommt das aber erst am Freitag und jetzt habe ich für Dienstag, also morgen, eine Verabredung mit meinem Sohn zum Angeln. Das werde ich wahrnehmen und dann werde ich überlegen, was ich noch mache, ob ich gegebenenfalls ohne das Ersatzteil fahre. Also das ist der Lüftungsmotor, ne? Das ist natürlich bei dieser Witterung ganz unangenehm, weil ich jetzt eben kein Klima anmachen kann und auch kein Gebläse habe hier. Und gerade in diesen ganzen Sonnentagen ist es sehr, sehr unangenehm. Denn wie du siehst, ist der Himmel blau, unendlich blau. Obwohl es ja so ein paar Schwieren gibt, aber im Prinzip ist er schon sehr blau und da macht sich das Gelb natürlich ziemlich gut. Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt hier in der Gegend Rodewald, haben in Rodewald übernachtet. Das ist in der Nähe von Nienburg und fahren jetzt nochmal so ein bisschen nördlich von Braunschweig, wo wir übernachten, damit ich dann morgen früh nach Braunschweig fahren kann, um dann mit meinem Sohn angeln zu gehen. So ist der Plan. Ja, was gibt's Neues? Gibt eigentlich nicht viel Neues. Die Coastline-Tour geht weiter und ich verspreche auch, mehr Bilder vom Meer zu schicken. Ein schönes Wortspiel. Denn das ist ja auch der Grund eigentlich, hier
auf YouTube dann einfach eben mehr Bilder auch zu senden und ein bisschen dich auf meinen Reisen mehr mitzunehmen. Ich gelobe Besserung. Es fällt mir nicht so ganz leicht, immer Videos zu machen, und ich versuche aber immer wieder, das positiv umzusetzen. Gesundheitlich geht es so, ich habe Probleme mit den Knien, das wechselt aber immer mal. Das ist sicherlich altersbedingt und jetzt gerade mal nicht arthrosebedingt, weil es ja einfach viel zu heiß ist, um wirklich viele Arthrose-Probleme zu haben. Aber ja, Wildwechsel, ne? Aber immer weiß ich es nicht. Es wechselt immer mal. Gestern Abend hatte ich so starke Schmerzen, dass ich kaum schlafen konnte. Heute Morgen haben sich die Schmerzen aus den Knien dann verteilt über den Rücken. Und jetzt ist eigentlich alles wieder so gut genug. Heute Morgen konnte Hilde mal laufen. Auf so einer Wiese, weil da waren eben keine Leute. Und da habe ich schon gemerkt, wie glücklich sie ist. Ja, darüber habe ich eine Geschichte geschrieben, die werde ich dir jetzt einfach mal vorlesen, weil ich habe jetzt tatsächlich das große Glück, zwei Handys zu haben. Genau. So, jetzt noch mal ein bisschen Himmel. Da kommt ein Wohnmobil. Wohnmobile sind ja wie Sand am Meer unterwegs, ne? Wie du weißt. Und bis gleich, ne? Ja, und wie du siehst, ist die Kamera natürlich viel besser, weil auch das macht es natürlich aus, weil es meinem Sohn endlich gelungen ist, meine SIM-Karte in dieser Kamera zu platzieren, und so dass ich jetzt auch wirklich viel bessere Bilder machen kann und natürlich auch schöne Videos. Das ist der. Ich muss jetzt, ich habe vergessen umzuschalten vorher. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man wirklich eine gute Kamera hat mit einer hervorragenden. Ja, mit einem hervorragenden. Egal. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Vergiss es, du weißt es. Ne? Also, Kamera ist klasse und deswegen gibt es auch jetzt deutlich bessere Videos. Ja, die Geschichte von heute, die lese ich dir jetzt vor. Schatten ist auch heute mein Thema. Schutz vor der Sonne, die den Bus zur Sauna verwandelt, während draußen ein kühler Wind weht. Ich fahre zu viel, bin ruhelos und unentschlossen. Erfahre, dass das Ersatzteil erst in einer Woche kommt. Also frühestens Freitag. Ich bin mit meinem Sohn allerdings Dienstag zum Angeln verabredet. Noch weitere Tage in Braunschweig bei den Temperaturen fällt mir schwer. Meine Gedanken sind konfus. Ich kann mich ausgesprochen schlecht konzentrieren. Die alte Kornbrennerei in Hilde leuchtet im weißen Kleid auf dem Parkplatz zwischen Einkaufsläden. Ein Stück die Straße hinunter steht eine gut erhaltene Mühle im backsteinfarbenen Rock vor dem Blau des Himmels. In Minden weiß ich, dass ich nicht Richtung Hameln fahren will. Die imaginäre Angst vor dem Rattenfänger. Früher hätte ich Olaf in Giselwerder besucht, aber er betreibt den Campingplatz nicht mehr. Olaf, erinnerst du dich vielleicht, der Treckerfahrer? Genau. Er bereitet sich gerade in Kassel auf eine Fahrt in den Süden vor. Dankbar zu leben, reisen zu können. Also Landstraße nach Norden. Spaziergang an einem Feld. Der Hafer steht noch in der Reife. Ein Acker ist schon gepflügt. Kleine Grashalme wachsen wie zufällig am Rand, der immens nach Mäusen riecht. In Nienburg ist Schatten unter einer Hochbrücke. Die Geräusche vervielfältigen sich, als müsse der Motorenlärm überschrien werden. Nicht weit entfernt gibt es zwei kostenlose Stellplätze, jeweils an Naturbädern, Steims und Rodewald.
Der eine im Sonnenschein und voller Menschen, der andere an einem Spazierweg für Hundebesitzer, die genau am blauen Bus vorbeigehen. Spät entscheide ich mich und komme gerade noch rechtzeitig an, als in Rodewald ein Platz frei wird. Versteckt hinter einem First Class bei Ferrege und Wels bekommen wir vom Publikumsverkehr vom Bad nicht viel mit. Nach hinten raus ein Feld, ein Streifen Wiese für den letzten Weg. Zur Nacht hin beginnt das Knie zu schmerzen, also mehr als üblich, sodass ich es einreibe. Trotzdem hält es mich die halbe Nacht wach. Und vielleicht bestimmt es auch meine Träume, denn als ich aufwache, habe ich das diffuse Gefühl eines persönlichen Verlustes. Lediglich unser Leben ist uns geblieben, alles andere wurde uns genommen. Der letzte Besitz, die Erinnerungen an früher, selbst die Schale, aus der ich Hilde füttere. Aber das Wissen, trotzdem weitergehen zu können, sie aus meinen hohlen Händen zu füttern, weckt mich mit einem guten Gefühl innerer Sicherheit. Der Morgen fühlt sich an wie Sonntag, obwohl es schon 7:30 ist. Die Schmerzen im Knie haben sich über den Rücken verteilt. Kaffee kochen. Hilde schaut mich an. Die Sonne wirft Schatten. Auf der Wiese vor dem Bus zum Spielplatz hin kann Hilde frei laufen, weil außer uns niemand draußen ist. Als ich sie anrufe, kommt sie mit einem breiten Grinsen zurück. Ich freue mich aufs Meer. Ja, das war mal die Geschichte von heute. Heute ist der 2.9., ne? 2024. Wir haben schon September. Ich muss mal wieder ein bisschen die Tür öffnen. Ja? Jetzt hast du den klaren Blick nach draußen. Wir stehen an einem Parkplatz neben der Straße und es ist so eine Halbschatten. Also es ist gerade so ausreichend schattig genug, dass ich es so einigermaßen aushalten kann. Der Bus hinter mir, ist er noch da? Ja, der Bus ist noch da. Ab und zu vorne die Autos. Ja, das ist so mein kleines Update. Ein bisschen Bilder, ein bisschen bewegte Bilder, ein bisschen Text und ich hoffe, es hat dich gefreut. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns einen Like, ein Abonnement oder einen Kommentar. Wir freuen uns, oder ich freue mich natürlich über alles. Und wenn ich mich freue, ist die Hilde auch glücklich. Das merkt man gleich. Bis bald. Bis bald. Da ist mir die Stimme weggegangen. Jetzt ist sie nicht mehr da. Tschüss.